Stark Dating auch? Nerox, my favorite gay app. Hallo, guckt mal, wo ich gerade bin. Ich bin heute beim Boxen bei Stekos Fight Night 2012. Wenn Sat.1 ruft zum Boxen, ja, dann holen sie ja sich die patenteste Sportmoderatorin der deutschen Fernsehlandschaft in die Adlershof Fernsehstudios. Und, ach Gott, wer kommt denn da? Na, sag mal, hab ich dich schon Bier schicken geschickt? Da freue ich mich ein bisschen. Hallo, Weinhaus. Du, gib mal dem Kameramann auch mal ein Bierchen und dann Prösterchen. Dann gucken wir mal ein bisschen rum, weil hier sollen heute wahnsinnig viele Promis sein, ja? Und geile Boxer. Mir ist jetzt schon wahnsinnig langweilig. Ich hab vergessen, Klopapier zu kaufen. Naja, geh ich nachher auch mal zu Netto. Ich bin jetzt hier in der VIP-Lounge, ja, bei der Fight Night und ich habe hier diesen netten Apartmann in roter Lederjacke getroffen. Wer bist denn du eigentlich? Ich komme aus Ingolstadt, aus Bayern. Ja. Ja, wir sind hier, weil wir den Dardan Sponsoren. Wen sponserst du? Dardan, Sponsoren, ja, den Dardan, den Boxer. Der kämpft nachher noch. Der kämpft nachher noch, mein Schatz. Ja, ja. Ich vielleicht mit dir dann auch noch. Oh, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Das hab's befürchtet. Und mit was sponserst du den? Ja, mit ein paar Euro sponsoren wir den. Wir. Ja, mit den. Deiner Firma oder privat? Ja, oder nee, was? Uns gehört in Ingolstadt der FKK-Club Hawaii. Oh, jetzt wird's interessant, liebe Zuschauer. Der FKK-Club Hawaii. In Ingolstadt. Ja, in Ingolstadt. Habe ich was im Zahn? Nee, okay. Sind wir schon drauf? So, gucken wir mal, wer hier noch so rumguckt in dieser VIP-Lounge. Ach Gott, da hab ich jemanden entdeckt. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich hab dich... Entschuldigung. Ich hab dich neulich gesehen. Bist du nicht dieser Typ, der mit dem Helmut Berger gebumst hat? Woher willst du das wissen? Na, weil ich das in der Bild gelesen habe. Also, was die Bild-Zeitung schreibt, stimmt ja nicht immer. Ach was, seit wann das denn bitte? Na, ich bin ja in Berlin eigentlich so ein rote Täppchen verrät, rote Täppchen, rote Tepp, roter Teppe. Das heißt, es ist ein Zwingerclub oder was? Nein, kein Zwingerclub, Arena FKK-Club. Aber mit Sauna oder was? Sauna, Whirlpool, Porno-Kino. Na, manche Gäste haben auch einen größeren Pimmel wie ich, ja, das ist auch ganz lustig. Ist dein Pimmel so groß? Der ist so klein. Der ist so klein. Wie klein ist der denn? Ist ja Wahnsinn, was hier für billige Leute rumlaufen auf diesem Event. Erst dieser Typ, der Nutten verkauft in Ingolstadt und jetzt auch noch so ein Promi-Ficker, ja? Jetzt sei doch nicht so grimmig. So, den das nehmen wir mit nach Hause. Machst du mit mir später dann? Bitte was? Fährst du mit mir später dann? Auf Hotel, gar keinen Fall, ich will ja noch zur Aftershow-Party. Ja, Aftershow-Party, Hotel ein bisschen. Und Spaß im Hotel mit Toti. Nein, ich erwähne unseren Club nicht. Was für einen Spaß in deinem Hotel machen wir denn da? Champagner. Oh, oh, Kokain auch? Gut, danke. Wir gehen mal weiter. Vielen Dank fürs Gespräch. Aber ich kann da noch mehr erzählen. Nee, reicht jetzt erstmal. Danke. Ja, danke. Was ist denn das für ein bekloppter, schwuler Idiot, ja? Guck dir den doch mal an, wie der hier rumläuft mit so einer Handtasche, ja? Mit einer Handtasche und aufgeputzt und aufgebrezelt wie die letzte Nutte von Oberschöneweide, sag ich mal, ja? So,
Ich habe jetzt genug hier von dieser VIP-Lounge. Ich gehe jetzt wieder zurück in Boxkampf. Ich will jetzt nämlich wieder nackte Männer sehen. Weinhaus, kommst du bitte mal? So, da ist nämlich jetzt schon die Natascha Ochsenknecht. Die kennt man ja aus dem Unterschichtenfernsehen. Und da gehe ich jetzt mal hin und sag der mal einfach Hallo. Die sieht ja heute besser aus als sonst, muss ich sagen. Normalerweise sieht die aber total untergeflücht aus. Ich dränge mich jetzt einfach mit aufs Foto. Muss ja mit sein. Du sag mal, Frau Ochsenknecht. Ich frage mich jetzt gerade, was machst denn du hier eigentlich? Ich habe ja heute hier meinen Superfight mit Herrn... Kommst du noch mit ins Felix nachher zum Feiern und Bumsen? Zum Bumsen ja, aber nicht zum Feiern. So. Haben wir. Du sag mal, und ich habe gehört, die Gina Lisa soll heute auch noch kommen. Die Gina Lisa Lofink. Na, da habe ich ja jetzt weniger mit zu tun. Das ist dann eher die andere Abteilung. Das kennen wir wie nicht. Die andere. Du meinst also die... Ich bin ja schwul, ich stehe ja auf Männer. Ach Gott. Ach Gott. Deshalb, ich habe mich schon gewundert. Naja, Mensch. Nee, aber weil ich habe die noch nicht gesehen. Habt ihr die schon gesehen, die Gina Lisa? Die kommt hierher. Die kommt hierher heute, ja. Schwingt sie sicher durch den Ring oder so? Nee, ich glaube, die geht nackt und lässt sich durchbumsen von den Boxern. Das habe ich so als Gefühl. I don't know. Perhaps it's erlaubt. Aber ich weiß es nicht. Man möchte es eigentlich auch nicht sehen, oder? Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht hier, meine Gute. Schön, dich kennengelernt zu haben. Wieder. Ja, wir werden uns auf jeden Fall beim Felix noch mal sehen. Oder so. Ja, ich freue mich. Ja. Tschüss. Sag ich eine ganz nette, muss ich sagen. Im Fernsehen kommt die ja immer so wahnsinnig beschissen rüber. Aber sie hat gerade ihr Bestes getan, muss ich sagen, und hat versucht, freundlich zu sein. Es war natürlich wahnsinnig aufgesetzt. Was will man machen? Prominent, ist Business. Und ich gehe jetzt weiter und gucke, wie ich noch finde. So, das war's jetzt hier aber auch mit dieser Box-Fight-Night. Scheiße, Mann. So, das war's jetzt hier aber auch mit dieser Fight-Night. Mir reicht's. Ich gehe jetzt sehr, sehr gerne nach Hause. Und die Frau Weinhaus, Versuch's einfach nur in ganz, ganz wenige Worte zu fassen. Ja. Nicht so viel Klamotten. Ja. Weinhaus, vielleicht nimmst du auch noch die hier, diese Whisky-Bottle. Ja, die muss dann auch in die Hand, ja, das passt. So, ich versuche jetzt mal nüchtern zu wirken. So, und jetzt war's jetzt auch mit der Box Fight Night. Ich meine nochmal. Ich habe ja so viel Sekt bekommen hier im Backstage-Bereich. Ich bin so betrunken. Aber nein. Aber doch. Aber nein. So, aber ich versuche jetzt nüchtern zu wirken. Schau nicht an, Mutti. So. So, und das war... jetzt auch mit der kleinen Moment. Ich habe so viel Sekt getrunken. Du nervst. Beeil dich. So, und das war jetzt. Mach jetzt hin, es nervt, du musst pissen. So, und das war's jetzt um. Gib her. Nochmal. Wieder auch nochmal. Noch ein Glas. Gib mir nochmal. Ich muss nochmal. Nein, ich will nochmal. Ich möchte nochmal. Nee, mach mal Whisky rein. Mach mal Whisky rein. Backstage bei Attraktiv das Star-Magazin. Und das war's jetzt auch bei der Fight Night. Halt's Maul, du bist besoffen. Wir freuen uns über alle Menschen, die zugeschaut haben. Und Dankeschön. Meine Mutter trinkt gerade.
Das Vivian war gar kein Sekt, das war Whisky. Schimbin? Mhm. Geil. Findest du dich auch drall und tabulos? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Mein Haus. Sie ist immer noch ein bisschen schüchtern. Ja, was ist? Bitte nicht unwichtige Leute. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Es war ein zauberhafter Abend. Wir geben jetzt zurück ins Studio nach Kreuzberg. Adlershof und die Fight Night voran. Dankeschön und noch viel Spaß. Bye. Halt's Maul. Aber ja.